Stell dir vor, du bist ein professioneller E-Sportler. In dem E-Sport, den du betreibst, ist ein mittleres fünfstelliges Jahresgehalt möglich. Eines Tages explodiert der Wettmarkt zu diesem E-Sport-Titel und dir wird ein unmoralisches Angebot gemacht. Du sollst in einem Wettbewerb dafür sorgen, dass dein Team ein wichtiges Spiel verliert. Im Gegenzug wird dir eine Summe versprochen, die du sonst in 3 Jahren nicht verdienen würdest. Und wer weiß, ob du nächstes Jahr überhaupt noch bei einem professionellen E-Sport-Team spielst? Immer wieder gibt es den Verdacht, dass Teams oder Spieler absichtlich Spiele verloren haben. Häufig besteht dabei eine Verbindung zum Wettsektor. Beispiele dafür sind das aktuelle Beispiel Bann gegen den chinesischen Clan Avengers in Dota 2 oder den wohl bekanntesten E-Sport-Matchfixing-Fall um den Clan iBuyPower in CSGO. Da stellt sich die Frage, wie ein möglicher E-Sport-Wettbetrug im deutschen Recht zu behandeln wäre. Wer in Deutschland durch Vorspiegelung falscher Tatsachen ein Irrtum erregt und dadurch ein fremdes Vermögen beschädigt, um sich oder einen Dritten rechtswidrig zu bereichern, macht sich des Betruges gemäß § 263 StGB strafbar. Die Norm leidet jedoch in der Situation des Wettbetrugs im Sport an gewissen Schwächen. So meint der Gesetzgeber, dass es in solchen Situationen regelmäßig schwierig ist, einen Bezug zur Sportwette und dem jeweiligen Vermögensschaden zu beweisen. Auch meint er, dass Sportwetten die Integrität des Sports gefährden. Der Sport ist aber aufgrund seiner besonderen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Relevanz von besonderer Bedeutung. Außerdem sind andere Normen wie § 299 StGB, in dem die Bestechlichkeit normiert ist, tatbestandlich nicht anwendbar. Daher hat sich der Gesetzgeber im Jahr 2017 dafür entschieden, den § 265c StGB, also eine eigene Norm für Sportwettbetrug, zu schaffen. Diese Norm soll die Schwächen des § 263 StGB ausgleichen. Es handelt sich bei 265c StGB um ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt. Es bedarf also weder eines erfolgreichen Betrugs noch einer konkreten Gefahr. Es genügt bereits die weit im Vorfeld stattfindende sogenannte Unrechtsvereinbarung. Also das Fordern oder Versprechen lassen einer Gegenleistung für eine entsprechende Tätigkeit. Die Norm ist übrigens sowohl in ihrer rechtspolitischen Begründung als auch in ihrer Dogmatik äußerst umstritten. Allerdings ist sie nun seit einigen Jahren Teil des Strafrechts und damit vom Rechtsanwender hinzunehmen. Fraglich ist, wie so häufig, ob § 265c StGB auch Sportwettbetrug im E-Sport erfasst. Wenn ja, besteht die gleiche Strafbarkeit wie im traditionellen Sport? Wenn nein, besteht eine Strafbarkeit nur ab dem unmittelbaren Ansetzen zum Erfolg und wenn die Beweisschwierigkeiten des § 263 StGB einer Verurteilung nicht im Weg stehen? Die Gesetzesbegründung zu § 265c StGB ist dabei wie immer mehr als vage. Sport ist, was unter das allgemeine Verständnis des Sportbegriffs fällt. Es handelt sich um einen umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff, der keine eindeutige begriffliche Abgrenzung zulässt und ferner historischen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen unterworfen ist. Wie in vorangegangenen Videos könnten wir nun über körperliche, ethische oder auch wirtschaftliche Elemente diskutieren und unser juristisches Ergebnis begründen. Wir können darauf hinweisen, dass die Gesetzesbegründung eindeutig von einem Begriff spricht, der sich mit der Welt wandelt und der E-Sport der Sport der neuen digitalen Realität ist. Heute gehen wir aber mal einen anderen Weg. Wir werden nicht einfach wieder prüfen, wie weit der Anwendungsbereich dieser Sportdefinition ist und ob E-Sport oder welche Teile des E-Sports unserer Meinung nach unter diesen fallen. Stattdessen zäumen wir das Pferd von hinten auf. Wir werden überprüfen, ob die Rechtsgüter, die von § 265c StGB geschützt werden, in gleichem Maße tangiert werden, wenn es sich um einen Fall im E-Sport handelt. Denn wir erinnern uns, Wettbetrug wird unabhängig von der Branche bereits von § 263 StGB erfasst. Nur für den Sport wurde eine eigene Norm geschaffen. Sollte im E-Sport die gleiche Schutzsituation bestehen wie im traditionellen Sport, so könnte man zwar noch immer aus verschiedenen Gründen bestreiten, dass § 265c StGB anwendbar ist, dann wäre der Gesetzgeber aber eindeutig dazu angehalten, eine eigene Norm für den Wettbetrug im E-Sport zu schaffen. Also, was ist Sinn und Zweck des § 265c StGB? Laut Gesetzesbegründung untergräbt Wettbetrug im Sport die Glaubwürdigkeit und Authentizität des sportlichen Kräftemessens.
Folge ist die Beeinträchtigung der Integrität des Sports und des Vermögens anderer in betrügerischer Weise. Die beiden geschützten Rechtsgüter sind daher der Schutz der Integrität des Sports und das Vermögen des gutgläubigen Wettanbieters, des nicht in die Tat involvierten Wetters und sonstiger nicht in die Tat involvierte Personen wie unschuldige Spieler oder Sponsoren. Ob die beiden Rechtsgüter dabei gleich wichtig sind, ist umstritten, soll aber hier keine große Rolle jetzt spielen. Alle den Sport kennzeichnenden Elemente in der Gesetzesbegründung zu § 265 StGB lassen sich unter zwei Oberbegriffe fassen. Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports und die gesellschaftliche Bedeutung des Sports. Werfen wir also einen detaillierten Blick darauf, ob auch dem E-Sport inzwischen eine solche Bedeutung zukommt. Die Bundesregierung spricht bezüglich des Sports von einem herausragenden wirtschaftlichen Faktor infolge von Professionalisierung, Medialisierung und Kommerzialisierung, vor allem im Spitzen- und Leistungssport. Als Beispiele wird dabei der erhebliche Umsatz großer Sportveranstaltungen sowie nationaler und internationaler Ligen angeführt. Auch der E-Sport hat sich im letzten Jahrzehnt stark professionalisiert. Aufgrund der internationalen Entwicklungen hat sich der professionelle Sektor des E-Sports sogar vor dem Amateurbereich entwickelt. Es gibt auch im E-Sport Medialisierung und Kommerzialisierung. Der entscheidende Unterschied ist, dass es im E-Sport vor allem auf Plattformen stattfindet, die zu den neuen Medien gerechnet werden können. Dies führt auch zu einer neuen Form von Kommerzialisierung. Der E-Sport ist stark vom Sponsoring getrieben und funktioniert, weil die Sponsoren die sonst schwer erreichbare Zielgruppe erreichen. Großveranstaltungen und nationale wie internationale Ligen gibt es natürlich auch im E-Sport. Genaue Vergleiche anhand von beispielsweise Preisgeldern gestalten sich immer schwer. Sowohl der Fußball als auch das Turnier The International in Dota 2 nehmen für Sport bzw. E-Sport absolute Sonderrollen ein und stehen nicht stellvertretend für die jeweilige Branche. Dennoch können solche Zahlen zumindest als Indiz für das wirtschaftliche Ökosystem wirken. So bekam das Siegerteam der Fußball-WM 2018 ca. 37 Millionen US-Dollar und das Siegerteam des International ca. 16 Millionen. Die Fußball-WM findet aber nur alle 4 Jahre statt und überragt sämtliche andere Sportarten. Auf der anderen Seite steht das Preisgeld des International aufgrund seiner einzigartigen Zusammenstellung noch nicht einmal repräsentativ für das Dota 2-Ökosystem. Das Siegerteam der League of Legends Weltmeisterschaft erhielt im Jahr 2020 beispielsweise ein Preisgeld von ca. 2,5 Millionen US-Dollar. Während der E-Sport in seiner Gesamtheit derzeit nicht mit dem traditionellen Sport mithalten kann, ist die wirtschaftliche Bedeutung aber kaum zu leugnen. Und sie wird immer größer. Die Bundesregierung spricht bezüglich des Sports auch von einer herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung. Er ist Träger von positiven Werten wie Leistungsbereitschaft, Fairness, Toleranz und Teamgeist. Er schafft Vorbilder für junge Menschen und lehrt, sich über Siege zu freuen und Niederlagen zu ertragen. Er ist ein fairer Wettbewerb, bei dem die beste Leistung obsiegt und die Attraktivität ergibt sich aus seinem unvorhersehbaren Verlauf. Wie sieht es da mit dem E-Sport aus? Auch der E-Sport ist Träger von positiven Werten. Die Bundesregierung spricht nicht ausdrücklich von ausschließlich körperlicher Leistungsbereitschaft, obgleich schon viele E-Sport-Titel auch diese Hürde erfüllen. Die Wettbewerbe sind ebenso fair wie im traditionellen Sport, denn unfairen E-Sport würde sich ja auch niemand angucken. Auch die Frage, was genau Fairness in diesem Kontext bedeutet, ist interessant. Ist die Formel 1 fair, wenn die Fahrer in verschiedenen Fahrzeugen sitzen? Wie ist es mit den Windbedingungen im Skispringen? Auch Toleranz und Fairness sind für große Teile der E-Sport-Community wichtige Pfeiler des E-Sports. Gibt es dabei schwarze Schafe? Ja. Gibt es die im traditionellen Sport auch? Ich selbst habe jahrelang Amateurfußball gespielt und professionellen Fußball im Stadion verfolgt und das Auffinden schwarzer Schafe ist in beiden Bereichen ein leichtes. Auch Teamgeist ist in jedem Team-E-Sport von elementarer Bedeutung. Und dort, wo es Fans gibt, gibt es auch Vorbilder in Bezug auf Leistungsfähigkeit und soziales Verhalten. Auch im E-Sport ist der Verlauf eines Matches unvorhersehbar und wir haben noch gar nicht über weitere positive Elemente wie digitale Kompetenz gesprochen. Im Endeffekt ist es doch so, dort wo es Wettkampf gibt, gibt es Emotionen. Dort wo es Emotionen gibt, gibt es Publikum und dort wo es Publikum gibt, dort gibt es wirtschaftliche Verwertung. Und wo wirtschaftliche Verwertung ist, dort droht Kriminalität. Kommen wir noch kurz zum zweiten Rechtsgut, dem Vermögen anderer Parteien.
Hier sagt der Gesetzgeber, dass von Sportwettbetrug eine erhebliche Gefahr für das Vermögen anderer ausgeht. Neben den Anbietern von Sportwetten und Wettteilnehmern können vor allem bei hochklassigen Wettbewerben mit berufssportlichem Charakter auch die am Wettbewerb beteiligten ehrlichen Sportler sowie Sportvereine, Veranstalter und Sponsoren Vermögensschäden erleiden. Nun, im E-Sport bestehen die gleichen Parteien mit gleichen Vermögensinteressen. Im Sport besteht eine vergleichbare Situation mit dem E-Sport im Hinblick auf die vom Gesetzgeber ausdrücklich erwähnten Punkte, die die Existenz einer eigenen Norm im Strafrecht, zumindest nach Meinung des Gesetzgebers, nötig machen. Dass der Gesetzgeber entweder den E-Sport als Sport im Sinne des § 265c StGB anerkennen oder für den E-Sport eine entsprechende Norm schaffen muss. Letzteres wäre unseres Erachtens die bessere Wahl. Zum einen gilt im Strafrecht das Analogieverbot. Das bedeutet, dass man eine Person nicht bestrafen kann, wenn man bei der Subsumption über den Wortlaut der Norm hinausgeht. Nur was ersichtlich strafbar ist, darf bestraft werden. Aufgrund der derzeitigen Rechtsunsicherheit wäre es besser, einfach eine eigene Norm für den E-Sport zu schaffen, anstatt über das strafrechtliche Analogieverbot zu diskutieren. Außerdem hat der Gesetzgeber sich auch in § 22 der Beschäftigungsordnung für eine parallele Regelung von Sport und E-Sport entschieden. Ein solches Vorgehen würde nicht nur der sogenannten Einheit der Rechtsordnung entsprechen, sondern würde es ermöglichen, gezielt auf die Unterschiede von Sport und E-Sport einzugehen. Denn genau eine solche realisiert sich im Rahmen des 265c StGB. Für eine Verurteilung bedarf es nach Absatz 5 eines Wettbewerbs einer national oder international anerkannten Sportexzellenz. Damit sind vor allem die Verbände im traditionellen Sport gemeint. Die Verbände im E-Sport sind aber nicht mit diesen vergleichbar, weil sie nicht regulieren, sondern Lobbyismus betreiben. Das wahre Pendant zum Sportverband ist eigentlich der Publisher bzw. in bestimmten Fällen zumindest auch Drittunternehmen. Wer dazu mehr lesen möchte, kann einen Blick auf Nepomuks Publikation dazu werfen, die wir euch in der Infobox irgendwo hier oben einblenden werden. Wettbetrug ist in Deutschland unabhängig von der Branche strafbar, gemäß § 263 StGB. Die Norm leidet aber gerade in Bezug auf Sportwetten an gewissen Schwächen, weshalb der Gesetzgeber 2017 extra für diesen Fall den § 265c StGB geschaffen hat. In der Literatur ist umstritten, ob diese Norm nun auch für Wettbetrug im E-Sport anwendbar ist, aber unabhängig von dieser Frage wäre es nicht nur sinnvoll, sondern auch zwingend notwendig, dass der Gesetzgeber endlich tätig wird und eine Parallelnorm zu § 265c StGB für den E-Sport schafft. Genau so, wie er es auch in der Beschäftigungsverordnung getan hat. Im Gegensatz zu der Norm in der Beschäftigungsverordnung sollte der Gesetzgeber dann aber auch den Besonderheiten des E-Sports Rechnung tragen.